Und damit Hallöchen hier zurück bei Chicory Colorful Tale oder Adventure? Wie heißt es denn? Ich weiß nicht. Wir werden es nie erfahren. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen, allerdings musste ich gerade auch, also deswegen muss ich erstmal gucken, wie weit ich eigentlich bin und was ich eigentlich tue. Hab das Spiel angemacht, hab mich gewundert von wegen, hä, Moment, da bin ich aber noch überhaupt nicht weit. Warum habe ich noch überhaupt keine Outfits gehabt? Eigentlich habe ich doch einen ganzen Batzen hier in Outfits. Und eigentlich ist doch alles supi. Hat sich rausgestellt, das Spiel hat entweder nicht gespeichert oder die Speicherstände haben sich irgendwie nicht richtig synchronisiert oder keine Ahnung was alles. Zumindest, man sieht es, das Logo ist anders. Ich musste eine ganze Weile nochmal wieder neu spielen. Von daher, nicht ganz von Anfang an, aber doch fast. Das, also so Ende der ersten Folge war so der Speicherstand. Und das war ein bisschen Quatsch. Von daher mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ein paar Sachen habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ich habe auch ein paar andere Sachen noch nicht gemacht. Genau, ich hatte mich gewundert von wegen, die Spielzeit war letztes Mal auf jeden Fall dreiviertel Stunde länger. Ich hatte es angemacht und mich gewundert von wegen, ich habe nur 3% gesammelt von allem. Auch jetzt fehlen mir halt noch ein paar Sachen. Ne? Auch jetzt sind noch nicht alle Sachen hier wieder bei. Das heißt, ein paar Outfits fehlen mir noch. Ich habe noch hier und da ein paar Sachen noch nicht abgegeben. Aber ja, deswegen, keine Ahnung, was da passiert ist, aber es war noch nicht gut. Ich habe jetzt hier die Karte zum Beispiel auch noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wo man die bekommen hat. Oder ob das noch passiert. Aber ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Ich glaube, so die Ecke war ich zuletzt. Der Laden läuft ganz ordentlich. Lochis sind immer gefragt. Ich glaube nicht, dass ich eines je wieder auch nur... Was? Dass ich je eines auch nur angucken könnte? Du hast früher immer welche nach Hause mitgebracht. Es waren immer so viele. Oh, meinetwegen machen dich Lochis krank. Ich mag sie immer noch. Ja, der ist ja gut. Deswegen male ich sie jetzt bunt an. So. Ich liebe die Farben Specials. Ich mag die Lochis noch nicht einmal. Aber die bunten haben einfach etwas ganz Besonderes an sich. Es ist, als würde man Magie essen. Ich glaube, auch Käfer essen gerne Farben. Kann ich total verstehen. Ich bin genauso wie sie. Man könnte mich wahrscheinlich dazu bringen, alles Mögliche zu essen. Wenn man es nur einfärbt. Ja, warum auch nicht, ne? Willst du dich jetzt selbst essen, wenn du jetzt bunt bist? Ich hoffe mal nicht. So, Tanine. Jawohl, Lochi-Zeit. Ich liebe sie einfach. Lochi sind toll. Ich will in der Lochi-Dimension leben. Ich bin mir nicht sicher, was das heißt. Aber ich hoffe, ich bin nicht dabei. So. Färben wir mal das Haus ein. Blöpp. Nee, das war schon okay. Na gut. Oh ja. Alles? Das sieht so toll aus. Stimmt, wir heißen alles. Vielen Dank. Oh ja, ich habe was für dich. Du reist doch jetzt viel durch die Gegend. Und ich möchte nicht, dass du dich verirrst. Ah, das ist die Karte. Eine Kamerakarte. Ist eine von diesen schicken neuen Kamerakarten. Damit kannst du auch Fotos machen und so. Drücke einfach um sie zu öffnen. Ich gehe jetzt zurück nach Hause. Tschüss. Rufe an, wenn du was brauchst. Alles Kalärchen. So, jetzt haben wir das hier, genau. Man sieht, ich habe hier nicht so viel ausgemalt wie beim letzten Mal. Vielleicht war ich auch noch auf ein, zwei Screens nicht, aber naja, gut. Wie gesagt, ich musste den Speicherstand rekonstruieren. Das heißt, ich bin hier nochmal komplett runtergelatscht, habe hier nochmal den total epischen Bosskampf gemacht und dann war gut. Also im Prinzip habe ich den kompletten Part hier nochmal gemacht. Aber ist okay. Die Kamera ist auch... Wofür ist die Kamera denn da? Ich habe verschiedene Filter. Ja, oh Gott. Oh Gott. Was ist für ein Quatsch? Wir haben verschiedene Gesichtsausdrücke. Ah, oh, coolio. So viele verschiedene Posen, auch alle knuffig. Zoomen kann ich auch. Selbst hier kann ich rummalen. Was ist das für ein Gesichtsausdruck jetzt? Das ist ein Quatsch. Ja, hat was. Hat viel Schönes. Steuerung verbergen. Ja, okay. Na gut, verlasse ich das mal. Dass selbst so ein Spiel hier einen Fotomodus hatte, gut, wobei es ergibt sogar Sinn, ne? Weil das halt ein Spiel ist, wo man selbst drin kreativ ist und rummalt. Diese jungen Leute heutzutage, sie haben kaum noch Zeit, mit anderen zu sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmen beim letzten Mal waren. Vielleicht hat man vielleicht mal eine kurze Unterhaltung, dann laufen sie einfach weiter. Verstehen sie denn nicht, wie viel ihnen entgeht? Ich versuche, mich immer mehrmals mit anderen zu unterhalten. Und selbst wenn sie sich unterhalten,
Benutzen Sie einfach Steuerung oder B, um die Unterhaltung so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Warum können Sie sich nicht einfach Zeit nehmen und zuhören? Vielleicht bin ich ja zu langsam. Weiß ich nicht. Mit denen können wir nur einmal reden, okay. Ich weiß gerade nicht, was hier unten noch war. Ich gehe nochmal nach links da oben erstmal. Oh, da sind andere. Ich freue mich so auf das neue Farbenspezial. Ich habe bisher noch jedes Farbenspezial probiert. Jedes einzelne davon mein ganzes Leben lang. Wenn ich jetzt auch nur ein einziges verpassen würde, das wäre, als hätte ich versagt. Och komm, dieser Leistungsdruck. Alter Quatsch. Bist du nicht das neue Farbenkind? Also hast du diese Lochi entworfen? Wow, ich liebe es. Es spricht mich wirklich in meinem tiefsten Innern an. Ich hoffe nicht. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du sonst noch machen wirst. Ich habe auch noch kein besseres Schimmer. So, hier bitteschön Farbe. Guacamole ist auch, so, der Farbe, der Name entsprechend. Farben passen, so. Ich wollte hier gucken, ne? Ah, das stimmt, das ist die Mausfamilie. Stimmt. Das neue Farbenkind, was für eine Ehre. Bist du wegen unserer Jungen gekommen, wegen Rübe? Ja, ja, wir haben ihn geschickt. Wir haben die merkwürdigen Wucherungen auf dem Tempel mit unseren eigenen Augen gesehen. Schlimmer ist, dass der Pfad in den Tempel vollständig blockiert ist. Ja, und wir haben so gehofft, die Kunstwerke zu sehen. Für gewöhnlich sind sie so wunderschön. Der heißt Creme, ne? Bist du schon mal am Tempel der Farben gewesen? Offenbar nicht. Wenn du ein Farbenkind bist, dann musst du schon einmal dort gewesen sein, richtig? Darin befindet sich jede Menge historische Informationen über die Farbenkinder und den Pinsel. Ja, und außerdem wunderschöne Kunstwerke. Es ist Nationalheiligtum. Hoffentlich kannst du den Tempel wieder in Ordnung bringen. Okay, dann reden wir mit den Band gleichzeitig. Okay, Blob. Bitteschön. Ja. So. Ein Träumchen. Warum ist die Lampe am Wackeln? Kein Blasses Schimmer. Ah, die Mäuse, Mann, sind die halt. Granita. Hallo. Hallo. Unsere Familie lebt seit vielen Generationen in Buffett. Schon bevor es die Akademie gab. Wusstest du, dass es eine Maus, eine der ersten war, die die Farbe bringen durfte? Man sollte uns nicht unterschätzen, nur weil wir klein sind. Die Kunstakademie und der Tempel sind so alt wie die Zeit. Darum herum hat sich Buffet im Laufe der Jahre sehr verändert. Wegen der Akademie kommen hier junge Leute von überall her zusammen. Und wir haben Glück, dass wir hier von Familie umgeben sind. Das Müll, ich sehe Müll. Bam. Okay. Und den habe ich schon angemalt. Ist er auf Krawall gebürstet, oder? Hallo. Erzähl meiner Familie bitte nicht, dass ich mich unterwegs hierhin verirrt habe. Sie würden mich ewig damit nerven. Es ist eine ziemlich große Familie, nicht wahr? Aber ich war immer das Baby. Die gehen mir immer auf den Senkel damit, dass ich mich ständig verirre und Hilfe brauche. Und das ist tatsächlich auch diesmal wieder passiert. Aber ich war so nah dran. Eigentlich. Wollte ich schon immer mal die Verantwortung für etwas ganz Besonderes, Wichtiges haben. Darum habe ich mich auch sehr darauf gefreut, den Farbenkind über den Tempel zu erzählen. Was sagst du? Habe ich es gut gemacht? Klar. Das ist Grieß. Rübe und Grieß. Was sind das für Namen für Mäuse? Gut, ich meine, was sind das alles insgesamt für für Namen, ne? So. Bitteschön. Mal ein paar Mal Farbe rein hier. Warte mal. Wollte ich sagen. Was niest denn hier der Baum sich wieder farblos? Ist ja Quatsch. Quatsch. Blümchen, komm mal hier. So, das sind keine Blümchen. So, machen wir es mal hübsch. Weil die können die Farbe haben. So. Die auch. Oh Gott, das sieht. sieht nicht gut aus. Blob. Blob. So. Fantastisch. Die fallen zu wenig auf. Die alten Damen und Herren hier. So. Gries. Ich bin froh, dass mein kleiner Bruder Rübe in Ordnung ist. Ich habe den Kleinen sehr, sehr lieb, aber er ist ein ziemlicher Dödel. Dödel ist das passende Wort. Ich muss immer auf ihn aufpassen. Irgendwie geht Rübe immer wieder verloren. Der Kleine würde sich sogar auf dem Weg von hier zum Lochi-Laden verirren. Doch diesmal hat er es geschafft, nach Mittagsmahl zu reisen und zurückzukommen. Vielleicht ist er einfach kein Kind mehr.
vielleicht doch. Vielleicht doch. Ah, cool, hier hätte ich ja im Kreis laufen können. Ja, okay, kann ich. Das heißt, ich muss jetzt mal... Okay, ich bin unten, ja. Wir überlegen, wo ich hin will. Ah, guck mal, da gibt es auch Beschreibung von allem. Das ist die Bank. Ja, das Müll. Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon festgestellt. Flussschlürf. Hier sind die Farben nett. Farbe. Ja, das ist auch so schmissig. Nette Farbpalette. Kann man sich hier nochmal selber ein bisschen... So. Das sieht komisch aus. Vielleicht sind es doch nicht die besten Farben. Zumindest nicht für mich selber. Gar nicht mehr so einfach hier. Aber so. Ja, die hätte gerne irgendeine hellere Farbe hier. Aber gut. Mit den ganzen an Bäumen Sachen kann ich hier nichts machen, ne? Die kann ich nicht schrumpfen oder kleiner machen. Oder sogar größer. Ah, der Fluss ist ja nett. Okay, der Fluss ist das, was da um die Höhle da, wo die Höhle drunter durchging. Okay. Ich wollte sagen, die Karte, das Stück fehlt mir sonst ja. Noch eine. Wie viele sind denn da? Ich habe keine Ahnung, wie viele es gibt. Aber anscheinend genug. Da möchte ich gerne hin. Wie auch immer das geht. Hier anscheinend nicht. Horror. Dass sie alle wegfliegen. Okay. Die Verbindung. Okay, stimmt. Hier kann man auch drauf rummalen. Die Verbindung ist klar. Ja. Will ich jetzt mal im Wasser langlaufen? Ich sollte zum Tempel gehen. Aber gleichzeitig. Ah, kann man da wieder zurücklatschen. Ich guck mal, was mir da den Weg versperrt. Das waren die hohen Bäume, ne? Die hier auch überall sonst sind. Ja. Genau, exakt die. Kann ich noch nichts mit Bild machen. Welcher ist es denn? 8 verirrte Kinder. Da werden die sich mal freuen. Die wollen doch nur 4 haben eigentlich. Es sind nur 4 verloren. Ja. Wie kommt der Arm? Okay. Aha. Wie soll ich denn hochkommen? Noch so ein Blobs. Okay. Muss ich mal gucken, wie das geht hier. Durchlaufen ist Quatsch. Okay. Genau, ich kann die Richtung schon ändern, aber... Wann genau das der Fall ist, habe ich jetzt noch nicht so ganz rausbekommen. Kann ich auf jeden Fall darüber springen, ja. Beziehungsweise. Das heißt, kann. Aber sonst springe ich weiter nach unten, okay. Ist ja die Frage, ob ich da jetzt schon rüber kann, ne? Irgendwie finde ich da jetzt hier schon voll den Plan habe. Das zum Runterkommen, wenn man da wieder runterkommt, runterspringen kann. Irritierend. Glaube ich. Vielleicht muss ich es später machen. Ja, vielleicht machen wir das später. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier nichts mehr machen in diesem Bereich. Denke ich mal. Weil... Ach komm. ist ja alles voll. Okay. Hier sind überall Bäume. Ah, noch ein Haus. Da ist ein Schmied. Irgendwas Schmiediges. Und Schmiede haben natürlich immer... bunte Schornsteine und Werkzeuge. Genau das. Der lässt sich dann besser mitarbeiten. So, machen wir es schön. Also, vielleicht war es schön. Die Farbpalette ist halt schon ein bisschen eingeschränkt. Möchte ich mal anmerken. Ist so nett. Ist so nett. Die Sachen, die man schon eingefärbt hat, die verändern sich nicht, wenn man das hier mit einem Schwung füllt. All die anderen Sachen ändern sich halt, alles andere fühlt sich erstmal... Hi! Kartoffel ist das. Hey, howdy! Ich mag es, Sachen selbst zu machen. Du machst doch Kunst, oder? Ich könnte einen Pinselstil für dich herstellen. Stil oder Stil? Wenn du mir ein Pinselstil-Kit mitbringst, vielleicht solltest du an der Kunstakademie studieren.
Okay, glaube ich. Ich mag es, Sachen selbst zu machen. So. Schnell übersprungen. Ist okay. Haben wir nicht alle ein bisschen Stil? So. Da sind die Farben erkennbar. Sehr gut. Bovet. Da sind wir im Buffet. Akademie ist weiter links, ne? Das ist die Akademie, okay. Ich gehe jetzt mal nach unten, mal gucken, was da so ist. Ein Zebra, eine Eule. Ah, sehr wenig, das ist Müll. Warum ist das so wenig? Ah, Alkulio. Kannst du im Wasser sogar sehen. Ach, das ist so eine Momentaufnahme, ja, okay. Also witzig. Das sind wortwörtlich Wasserfarben hier. Das sind aber auch tatsächlich andere Farben hier. Zack, zack, zack. Dass sie hier für eine eigene Farbpalette haben, ne? Nur mit Wasserfarben. Schick. Finde ich gut. Also nicht wasserbasierte Farben, sondern mit der Optik von Wasser. Miso. Miso, du bist sehr groß geworden. Alles. Du bist immer noch wirklich kurz. Ich bin jetzt fast mit der Schule fertig. Ah, das ist so cool. Ich kann kaum glauben, dass du so schnell gewachsen bist. Ah, früher hast du auf mich aufgepasst und nun bringst du die Farbe. Kaum zu glauben. Weißt du noch, wie wir lange aufgeblieben sind, um Gruselfilme zu gucken? Oh ja, meine Eltern haben mir Gruselfilme immer verboten. Doch ich habe Gruselfilme so sehr geliebt. Ich auch. Sie jagen mir eine Heidenangst ein. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ich auch. So. Und darum warst du zweifellos am allercoolsten. Natürlich. Ich will nach meinem Abschluss in den öffentlichen Dienst treten. Ich glaube, ich werde nach Norden ziehen, nach Dinner. Wenn ich Glück habe, werde ich im Provinzrathaus arbeiten. Wow, so wichtig. Das ist viel Glück. Danke. Was für eine Unterhaltung. Nice. Brokkoli. Kennen wir schon, oder? Ich studiere und lehre hier Kunstgeschichte. Die jüngsten Ereignisse haben sich als eine ziemliche Krise erwiesen. Mit einem solch plötzlichen, drastischen Farbverlust hätte ich nie gerechnet. So viel Kunstwerke der Farbenkinder vergangener Tage sind auf einmal verschwunden. Manche Werke haben wir nur noch als Schwarz-Weiß-Reproduktion. Okay. Im Allgemeinen verblassen die Farben der Farbenkinder sehr, sehr langsam. So langsam, dass es manchmal nicht einmal im Laufe eines ganzen Lebens auffällt. Das wissen wir dank der Arbeit von Dr. Käse. Das ist auch der Grund dafür, weil das Farbenkinder manchmal alte Werke ausbessern müssen. Ich schätze, du hast jede Menge zu tun. Bisher noch nicht. Als Historikerin habe ich auch sehr viel zu tun. Ich mache eine Bestandsaufnahme von allem, was wir verloren haben und sorge dafür, dass bewahrt wird, was bewahrt werden kann. Alle an der Kunstakademie sind in heller Aufregung, das kann ich dir sagen. Und wenn du die Gelegenheit hast, hier vorbeizuschauen, dann nun, ich bin sicher, dass du dich um genug eigene Probleme kümmern musst. Haha. Okay. Ja, komm hier, mach mal dein Haus mal ein bisschen bunt. Die meisten freuen sich, wenn man da was macht. Da gibt es dann irgendwelche Krams für. Dann sprechen sie mich dann nochmal an und dann ist gut. So, bunter geht's nicht. So wird er zu. So viel zum sich drüber freuen und anquatschen. Man kann nicht alles haben. Zum Beispiel vernünftige Farben. So. Komische Eule. Komisches Zebra. Okay. Was ist hier so los? Ah, oh, alles. Hi, Mama. Es stimmt also. Shikori hat dir wirklich den Pinsel gegeben. Joa. Oh, alles, das ist unglaublich. Du hast immer gesagt, du möchtest so sein wie sie. Ich bin so stolz auf dich. Danke. Dein Vater und ich haben gehört, dass du nach Buffet kommst. Mit dem ganzen Wucherung am Tempel der Farbe. Bist du vermutlich sehr beschäftigt. Nun, ich will dich nicht aufhalten. Grüß deine Schwester an der Akademie von mir. Das ist schön, ne? Im Prinzip erwähnen alle, dass ich eigentlich mit dem Tempel zu tun sein sollte. Also die sagen mir quasi, was... Also ich habe in dem Sinne ja kein Questlog und die sagen mir aber, was denn meine nächste Aufgabe eigentlich ist. So, hallo Onkel, Vater. Weißt du, ich habe immer gedacht, weil deine Schwester die Künstlerin war, dass du irgendwann vielleicht den Lochi-Laden übernimmst. Dad, ich mag Lochis doch nicht mal. Klingt, als bräuchtest du einfach ein paar mehr davon. Ich mache nur Spaß. Aber im Ernst, Kleines. Manchmal geht es bei der Arbeit nicht darum, was du magst. Manchmal ist es einfach etwas, das man tun muss.
Hängt von der Arbeit ab. Also, naja. Aber sagen wir so, es sollte nicht der größere Teil etwas sein, was man nicht mag. Das wäre eher Quatsch. Mir gefällt, was ich mache. Du bist schwer in Ordnung, Kleines. Was auch immer du tust, ich weiß, dass es dir gut gehen wird. Okido. Danke, Fadi. Ist das ein Bild von uns allen? Warte. Ah, knuffig. Das sind wir wahrscheinlich. Oder das extra kleine Ding. Und was in dem Stil? Gut, das Haus der Eltern muss natürlich auch hübsch werden. Weil. Aber so. Ich krieg sogar ein rotes Dach. Ist total verrückt. So kreativ. Mann, bin ich kreativ. Wunderschön. Glaube ich. Warum ist das Schild so im Wackeln und Wabbeln? Ich weiß es nicht. So. Ah, das ist die Akademie, genau. Mhm, hi. Rettich und Clementine. Ja, kann ich die Sprung vor ignorieren? Bestimmt, ne? Sehr eindeutig war ich hier schon. Im Prinzip müsste ich jeden Screen, wo ich schon war, müsste ich eigentlich richtig schwungvoll drin rummalen. Ah, was ist denn hier los? Jetzt bin ich ganz am linken Rand angekommen hier. Ah, ich rede jetzt mal mit den anderen hier. Bei der Akademie. Clementine. Alles. Mama hat gesagt, dass du zu Besuch kommst. Das ist großartig. Das ist Rettich, meine beste Freundin. Jo, es ist mir eine große Ehre, ein berühmtes Talent wie dich zu treffen. Danke. Lass, was Leute wie deine Schwester und ich rackern sich jeden Tag ab. Betreiben Kunst, arbeiten an unseren Fertigkeiten, einfach nur, damit wir eine Chance haben. Um vielleicht eines Tages wie du den Status eines Farbenkindes zu erlangen. Du musstest sowas wie ein Genie sein. Du solltest mal einen Kurs besuchen. Aber wenn wir ein Genie sind, dann warum brauchen wir dann weitere Kurse? Ich würde zu gern von einer Koryphäe wie dir etwas lernen. Okay, damit wir den Kurs geben. Tut mir leid, Ehrenwort, sie ist nicht immer so. Sie hat aber recht. Hat sie? Absolut. Du solltest einen Kunstkurs besuchen. Oh oh. Sie finden hier drin statt. Tu es. Können wir jetzt mal die Akademie anmalen vielleicht? Oh, was war alles bunt. Zack. Schmissiges Gelb. Oh Gott. Ja. Das wäre mit dem Zielen halt nicht ganz so einfach, aber immer man kann dafür kann man ranzoomen. Aber passt schon. Ah. Ich bin überrascht, dass jeder weiß, dass ich das neue Farbenkind bin. Sowas spricht sich schnell rum. Und die Schüler hier wollen noch mehr als alle anderen wissen, wer das Farbenkind ist. Für manche von uns bedeutet das viel. Für mich eigentlich nicht. Aber ich freue mich total für dich. Ich schätze, es war für alle eine besonders große Überraschung, weil Farbenkinder für gewöhnlich aus dieser Akademie kommen. Man studiert hier in der Hoffnung, aufzufallen. Und was ist mit mir? Ich mag die Kunst einfach. Es ist etwas völlig anderes, das Farbenkind zu sein. Macht es dir Spaß? Ich denke schon. Cool. Ich hoffe, du tust einfach das, was dich glücklich macht. Wow, du bist wirklich gekommen. Möchtest du mit uns an einem Kurs teilnehmen? Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie gut du wirklich bist. Deine ältere Schwester hat dich ein paar Mal erwähnt. Clementine ist meine jüngere Schwester. Ich bin älter als sie. Oh. Nun, sie hat nie erwähnt, dass du künstlerisch tätig bist. Wir waren wirklich überrascht, als sie sich herumsprach, dass du das neue Farbenkind bist. Ich war auch überrascht. Huh. Ich bin ein großer Fan von Chicories Werk. Oh, ich auch. Klar. Dass sie dich also für ihren Nachfolger bestimmt hat, das ist schon eine große Sache für mich. Ich möchte mal selbst sehen. Sehr gut. Quinoa. Oh, welch eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich unterrichte hier an der Akademie. Unabhängig von deinen Fähigkeiten ist es immer gut zu üben und zu lernen. Möchtest du bei unserem Kunstunterricht mitmachen? Klar. Alle nehmen jetzt bitte ihre Plätze ein. Die heutige Lektion ist eine ganz besondere. Das neue Farbenkind nimmt heute am Unterricht teil. Das dürfte interessant werden. Bitte macht eure Pinselstile bereit.
Was ist es nochmal? Seufzt Sultanine. Inzwischen solltest du die Terminologie wirklich beherrschen. Wir sollten uns von unserem besonderen Gast erklären lassen. Aha. Alles? Oha. Also, das ist... ein komischer Geruch. Warum erklärst du es nicht? Ach komm. Vielleicht solltest du es erklären. Pinsels Ziele sind voreingestellte Formen deines Pinsels. Hervorragend geeignet für Dekorationen und für die Erschaffung von Mustern. Könntest du ein Pinselziel demonstrieren? Oh, ich habe meine Pinselziele zu Hause vergessen. Na gut, sicher gibt es wichtigere Dinge, an die du denken musst. Nimm dieses Starterpaket. Eyo, nice. Pinselziel Starterpaket. Denk daran, dass du jederzeit ein Pinselziel auswählen kannst. Mithilfe von 1, 2, 3 oder 4. In Ordnung. Zu eurer heutigen Aufgabe. Ich möchte, dass ihr alles etwas, dass ihr alle etwas malt. Das Folgendes zum Ausdruck bringt. Freude. Fangt an. Okay. Freude, da kann man doch bestimmt Herz mit reinbauen, oder? Okay, das sind einige Ziele. Ah, die kann man sich aus so einem Set denn hier zusammenbasteln. Okay. Ja, lustig. So Quatsch. Das sind bisher... Sind das alle Farben, die wir bisher gesehen haben? Gott, kann man das auch ohne Ziel machen? Kann man, okay. Ausdruck der Freude, oh Gott. Was hättet ihr denn gerne? Machen wir es erstmal gelb. Oh Gott, das wird nicht gut. Leicht käsige Farbe. Das wird ein bisschen abstrakt, so. Mal gucken, was es wird. Das war schon mal falsch. Ja, es ist auch schon mal sehr weit entfernt von schön. ist eher Überraschung, aber gut. Passt auch. Ja, wunderschön. Es hätte eigentlich in knalligsten Rot sein dürfen, so. Schade, ist nicht perfekt geworden. Ja, so hat doch viel Schönes. Ich finde, das ist freudig genug. Fertig, klar. Alles klar, ich bin klar. Pinsel runter. Nun machen wir weiter mit der Feedback-Phase. Es wird Zeit, eure Arbeiten zu zeigen. Mal gucken, ob die anderen auch was haben. Wow! Das ist also das Werk eines echten Farbenkindes. Ja, fühlt sich an. Was? Fühlt sich gut an, es anzusehen. Du hast die Farbe Gelb sehr gut genutzt. Hey, das Spiel weiß, dass wir Gelb genutzt haben. Insgesamt sind hell und dunkel hier gut ausbalanciert. Ist das. Hat das tatsächlich. Analysiert das Spiel das jetzt wirklich? Das ist ja natürlich witzig. Es ist lebhaft und voll Farben. Mir gefällt deine Interpretation von Freude. Meine Freude fühlt sich anders an. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die deine jetzt verstehe. Verzeihung? Erkennt denn niemand sonst das? Sieht gut genug aus für mich. Ich möchte es nach Hause mitnehmen und Mama und Papa zeigen. Nun, das wäre alles für heute. In der folgenden Stunde studieren wir die alten Klassiker. Ich hoffe, dass du dabei bist. Und ihr alle solltet weiter üben. Inklusive mir, okay. Crazy. Mama und Papa vermissen dich wirklich. Sie haben Angst, dass sie sich einsam fühlen, wenn ich endlich ausziehe. Oh. Wie stehen die Dinge im Mittagsmahl? Ganz in Ordnung. Ich komme nicht viel raus, um ehrlich zu sein. Geht mir genauso. Die Kunst hält mich beschäftigt. Das ist das wahre Leben. Hör zu. Alle hier mögen dich vielleicht, weil du die Farbe bringst. Doch das macht heißt noch nicht, dass du was von Kunst verstehst. Also trage bitte deine Nase nicht allzu hoch. Das ist auch schon alles. Wir haben ja nie behauptet, dass wir fähig sind. Ich weiß, dass ich ungehobelt wirke. Es liegt daran, dass ich die Dinge so sehe, wie sie wirklich sind. Und auch keine Angst habe, zu sagen, was Sache ist. Darum werde ich auch die Beste sein. Natürlich. Jeder kann Kunst schaffen.
Doch es erfordert harte Arbeit, am besten von allen zu sein. Den Weg dorthin kann man nicht erschwindeln. Alles klar. Was ist das für eine Unterstellung? Möchtest du an einem Kurs teilnehmen? Nö.